herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin der Babylon07 und ihr seht schon, es ist wieder ein Paket vor meinen Augen. Das ist jetzt der dritte Tag in Folge, wo ich nur Pakete öffne. Gleich vorweg, ihr habt die ganzen Paketvideos jetzt einen Tag zu spät gesehen. Also, wo ich die Pakete bekommen habe, bis ihr das Video gesehen habt, ist ungefähr ein Tag vergangen. Das heißt, wir haben heute zum, dass ihr das auch versteht, wir haben heute den 30.01., also meinen Geburtstag. Ja, ich bin heute 24 Jahre geworden. Meine Mama hat mir entsprechend zu dem Anlass ein Paket zukommen lassen, was ich jetzt mit euch gemeinsam öffnen möchte. Meine Mama weiß auch schon Bescheid, dass es in YouTube landen wird. Ich bin gespannt, was da sich drin befindet. Ich habe ihre Adresse geschwärzt. Ist ja logisch, meine ist egal, das ist eh die von der Packstation. Da, wo ihr mir auch hinschicken könnt. Eine Erklärung, wie man das ausfüllt, den Zettel, dass es auch richtig bei mir ankommt, mache ich mal dem nächsten Video vor, dann erkläre ich euch das. Nur mal so vorweg, wie gesagt, wir haben heute den 30.01., und wenn ihr morgen das Video, also das Video, wenn ihr das Video anguckt, oder das Video verfügbar ist in YouTube, ist der 31. Also einen Tag zu spät. So auch bei den anderen zwei Paketen, wo da kamen. Bloß, dass ihr Bescheid wisst. Also das, was am Sonntag rauskommen ist, am Video, also am, muss ich mal zurückrechnen, 28. Das kam am 27. und so weiter und so fort. So, ich fange jetzt an, wir haben bis den 30.01., wie gesagt, 2018. Ich bin heute 24 geworden und ja, wir machen es mal auf. Meine Mama hat draufgeschrieben, Vorsicht Glas. Ich habe übrigens mal mein Taschenmesser. Ich werde mir aber demnächst mal ein vernünftiges Paketmesser besorgen. Also wo jetzt nicht gerade ein Cuttermesser ist, weil Cuttermesser hat jeder. Sondern irgendwas Auffälliges, weil ja auch zum Beispiel Johnny Hunt, Felix Barr haben unterschiedlich oder haben eigentlich jeder ein Unboxing-Messer und da so eins will ich mir auch besorgen. Also da steht irgendwas drauf. Alles Gute, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Viele Grüße von Oma. Okay, von meiner Oma ist anscheinend auch was drin. Okay. Warum von Oma? Ah, okay. Also es ist eine ganze Menge drin. Das sind übrigens Mollwindeln, steht auch oben drauf. Ist für die ganze Stoffwindelgeschichte. Und da hat meine Mama mir zwei mitgeschickt. In Blau-Weiß und Blau-Weiß. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, Mama, für die Mollwindeln. Ein Haufen Müll. Ein Haufen Anzündmaterial von Holzofen. Finde ich nice. So. Dann haben wir noch einmal von Lorenz die Western Style Chips. Das sind so meine Lieblingschips. Das Problem ist, mir wird nach der halben Tüte schlecht und ich esse immer noch weiter. Finde ich auf jeden Fall recht nice. Danke, danke, Muschi. Dann haben wir hier Brillenputztücher, wo bei mir auch als Kameraputztücher gilden, für die Linse und so weiter. Dankeschön, weil ich habe nämlich keine mehr gehabt. Also ich habe so, sagen wir mal, so ein bisschen wusste ich schon, was kommt, aber alles wusste ich jetzt nicht. Vor allem, dass ich tatsächlich einiges besorgt habe, was ich hier als Bilder geschickt habe. Ja, ihr habt jetzt mich gerade übrigens laut denken hören, was natürlich nicht ganz so schlecht ist. Hier haben wir Kirsch-Bananentee. Der ist jetzt von Rossmann. Ich finde es nice, dass es den bei Rossmann gibt. Bei uns bei Müller kriege ich ihn nicht mehr. Ja, ich trinke Kirsch-Banane als Tee. Da haben wir meine Pringles, richtig nice. Das sind die Sour Cream Oil and Orion, also Zwiebel und Sauerkraut. Schmecken richtig nice. Wer sie kennt, der kennt sie. Wenn nicht, kann ich nur jedem empfehlen. Mein Vater schreit dann immer, ich stink nach Knoblauch. Aber naja. So. Was da drin ist, finden wir später mal raus. Taschentücher ist auch natürlich immer recht nice. Habe ich jetzt durch meine Erkältung ganz, ganz viele gebraucht. Das ist der Vorteil, ich brauche kaum Taschentücher kaufen,
Weil meine liebe Mutti, die wo mir das Paket da geschickt hat, immer schön einiges mitschickt. So, hier haben wir noch Kinderschokolade. Richtig nice. Vor allem Kinderschokolade ist doch einfacher zu essen als Schokolade am Stück. Weil Schokolade am Stück, das ist bei mir immer so sauereimäßig, was? Aber das funktioniert, das finde ich gut. So, dann haben wir hier Buchstabensuppe und Buchstabensuppe. Einmal von Maki und nochmal von Maki. Finde ich auf jeden Fall nice. Das heißt, ich kann demnächst beim Livestream Buchstabensuppe essen. Cool. So, dann haben wir hier noch Mint and Choco Bonbons. Aus Mint and Choco. Also aus dem Pfefferminz quasi in den Schoko. Richtig, richtig nice. Erst kommt dieses Pfefferminzige und dann kommt auf einmal dieser süße Kick von der Schokolade. Gefällt mir richtig gut. Die esse ich auch ganz gerne. Ich habe bloß keine mehr. Ich habe zwar zu meiner Mama gesagt, ich hätte noch welche, aber ich habe in den Schrank reingeguckt, da waren keine mehr. Dann haben wir hier noch American Style Chocolate Chips Cookies, also Kekse mit Schokoladenstückchen quasi. Auch wieder sowas, was ich dann im Livestream demnächst mal verdrücken werde. Und eine Tüte Erdnussflips Classic. Ich habe letztes Mal welche da gehabt, die hat mein Vater sich besorgt mit Indian Style. Die hat mein Vater nicht gewollt, die habe jetzt irgendwie ich gegessen. Das der normale ist natürlich auch schön. Freut mich, freut mich, freut mich. Ein Feuerzeug mit einem Lama und einem Kaktus und Blumen drauf. Ist auf jeden Fall recht schön, weil ich bin immer so ein bisschen feuerzeugverschwenderisch. Ich verlege die Dinger irgendwie immer. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet in den Kommentaren, wo mein Feuerzeug ist, was normalerweise ich in der Hosentasche hätte, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Und dann haben wir noch. Also ich weiß, sie hat mich gefragt, was ich als Duschshampoo benutze. Sie hat das natürlich auch wieder schön eingepackt, so kenne ich meine Mutti. Bin mal gespannt, im Zewa. So, Wasch- und Duschcreme, das ist nämlich vom Penaten, jetzt werdet ihr wieder sagen, ja, Baby, nein, es geht darum, wenn ich wund bin, ich kann es absolut nicht, aber wenn ich wund bin, bin ich meistens so richtig wund, dass normales Duschgel und alles einfach nur noch wehtut. Und das ist mit keinen Tränen, das heißt, es brennt erst in den Augen, was ich sehr richtig gut finde. Und meine Augen werden schon ein bisschen überstrapaziert zwischendurch. Ja. Ich finde es auf jeden Fall recht nice. Ich habe dasselbe hier. Das kann ich mir jetzt auf Reserve mal zurücklegen, weil das eine ist eh fast leer. Und dann haben wir noch dieses komische Ding. Jetzt gucken wir mal noch, ob noch irgendwo was drin ist. Man weiß ja nie. Nein. So. Jetzt bin ich gespannt, was dieses gelbe Ding ist. Weil davon wusste ich nämlich nicht. Sag ja, einen großen Teil wusste ich ja. So, dann machen wir mal auf. Und dann New. Was ist denn das? Da steht zumindest was drauf. Drogerie, Teppiche und Zelle. Aha. Also es ist anscheinend eine kleine Tasche. Oder Tüte. Ist auf jeden Fall nice. Ist auf jeden Fall aus sehr stabilem Plastik. Also kann ich mir vorstellen, die hält wahrscheinlich ewig. Finde ich schön, weil wenn ich dann wirklich mal eine Tasche brauche, habe ich nämlich nie welche. Und gerade wenn ich zum Schwimmen gehe, kann ich da auch die nassen Badesachen reinstecken. Finde ich sehr, sehr nice. So, Mutti. Ich würde sagen, wir wechseln kurz die Perspektive. Und dann würde ich meiner Mutti noch gerne Danke sagen. Und euch natürlich auch nochmal vorab alles Danke und so weiter. Aber hören wir uns alles gleich an. Ja, Mama. So, ich bedanke mich auf jeden Fall recht, recht herzlich für das geile Geburtstagsgeschenk von dir. Ich freue mich auf jeden Fall richtig. Ich habe wieder einiges, was ich zum Stream essen kann. Und ja, ich, wie gesagt, bedanke mich dafür. Auch, du darfst natürlich auch der Oma entsprechend Danke von mir sagen. Und natürlich auch an alle, die wo jetzt unter dieses Video schreiben, alles Gute zum Geburtstag und so weiter und so fort. Ja, auch ein herzliches Danke, dass ihr mir zum Geburtstag gratuliert. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in den nächsten Videos oder im nächsten Livestream. Wer weiß, wer weiß. Ich würde sagen, das war's von mir, euer Babylon 7. Ciao, bis die Tage. Ach so, noch kurz zum Schluss. Ich schaue so fertig aus, weil ich komme von der Arbeit. War kurz noch bei jemandem, hab da noch kurz was gemacht und
packe jetzt noch ein Paket aus. Also bin so ein bisschen fertig, aber ich gehe jetzt umgezogen, bin ich ja Gott sei Dank schon. Ich gehe jetzt dann erstmal hier aufräumen. Genau. Das Zeug verstauen und dann irgendwann ins Bett. Also, ciao!